Okay, Moment, Moment, Moment. Man definitiv nicht hoch. Nicht in 100 Jahren kann man da hoch. Also wir müssen wieder schön hier. Und dann da irgendwie hochkommen. Ja, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Endlich. Alter. So. Ich hab's endlich geschafft. So, jetzt nehmen wir so einen Molotow teil. Werfen es einfach mal da drauf. Okay. So. Okay, und wie mache ich das jetzt? Wo muss ich jetzt lang? Nee, 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 darf schon hochgehen, aber... Alter, du sollst springen! Muss ich unbedingt von hier aus springen, oder was? Toll, und was bringt mir das jetzt? Aha. Das ist eine Ballmission, hab ich gerade übrigens gesehen. So. Fast geschafft. Endlich. Glockenturm befreit. 10 von 17. Jakschins Fessel oder sowas. So, was haben wir denn hier jetzt? Wir müssen es ja jetzt freigeschaltet haben, genau. Guckt euch das mal an, Alter, hier sind eigentlich gar keine Vorpostendinger mehr, nur noch da eins. Es sind dann hier zwei und dann noch hier ganz viele, aber sonst... Ah, hier noch eins. Aber sonst haben wir fast alles freigeschaltet, muss man echt sagen. Okay, dann würde ich sagen, hier ist eine Yuma-Mission. Ich meine eine Yogi und Reggie-Mission. Da ist eine Longinus-Mission. Und hier irgendwo war eine Sabal-Mission. Da, oben. Dann gehen wir direkt zum nächsten. Fuck. Da ist ja ein... Gyrokopter. Hart, 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 hart. Gut, gut, gut. Wir haben es noch geschafft. Gut, dass ich den noch gesehen habe, Alter. Lal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 
Wie jetzt? Are you kidding me? Das ist schon zu hoch für dich. They see me flying, they hate it. So, da ist anscheinend noch eine Brücke. Okay, ich muss jetzt diese Bergkette umrunden, weil ich ja nicht höher fliegen kann. Weil der dann sonst am Rad dreht. Was glaubt ihr, treffe ich das Ding? Fuck, ich hab keine Muni mehr. Oh, schade. Lalala. Was ist das denn? Hey, yo. Sniper sollte man sich lieber nicht anlegen, habe ich gerade gemerkt. Alter Mann! Digga, was ist hier los? Die ist tot, du Bitch. Habt ihr gedacht, ich würde sterben? Ehrlich gesagt, ich auch. Aber ich bin nicht gestorben. Fuck off jetzt! Schafft, Alter. Das scheint einer von den leichteren Glockentürmen zu sein. Was zum... Was ist das denn? Ah, okay, es sind Bienen. Ah, okay, wir sind schon ganz oben. Zerstören! So, jetzt hält ihr endlich das Maul. Kontrollpunkt Südjalen. Irgend so ein Schrei. Markt von Manta. Markt von Manta. So Jungs, da haben wir auch mal was befreit hier, zack. Fehlt nicht mehr viel, wir haben ganz Kyrat befreit, warum kann man denn hier spawnen? Ah, okay, kann man nicht. Yumas Festung ist hier. Da ist Turk. Ich glaube, das machen wir heute noch. Lalala. Hmm.
We are flying. Ja, ihr müsstet jetzt mal meinen Blick sehen. Ich meine, der Ast war so dünn wie mein kleiner Finger, ja? Und er hat uns getötet. Es ist quasi so unwahrscheinlich, dass man dadurch stirbt, ne? Ja gut, dafür ist jetzt diese Mission dann auch für mich gestorben. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich mache jetzt einfach mal eine Aufnahmepause, weil es hat mich jetzt echt abgefuckt. Ich muss mal wieder hier ein bisschen runterkommen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Freunde. Bis dann, ey. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Far Cry 4. Mein Name ist Burak und ich werde dieses Spiel jetzt ganz, ganz kurz weiterspielen. Warum sage ich ganz, ganz kurz? Das liegt daran, dass ich nur eine Überbrückungsaufnahme quasi mache. Und zwar eine Mission-Aufnahme quasi. Weil, ja, ich warte gerade auf den Kevin, bis der kommt. Und so lange werde ich Minecraft, Far Cry aufnehmen. Was machen wir denn so lange? Was haben wir denn hier für Missionen? Irgendwo müsste eine Sabal-Mission sein, genau. Die ist auch schon ganz in der Nähe, die machen wir dann jetzt mal. So, Karma-Ereignis. Was muss man da denn machen? Oh. Erstmal hier ducken. Tschüss. Verdammt, der ist gestorben. Ich war zu langsam. Damn it. Na egal, wir fliegen jetzt mal schön nach dahin. Das ging natürlich in die Hose. Vielleicht war es doch besser als gedacht. Was ist das denn? Jalendu-Tempel. Scheiß Fisch, Alter, was beißt du mich? Der Tod wird dich erlösen! Da. Tja, der Tod wird dich erlösen. Der Tod hat dich erlöst, mein Freundchen. Oh mein Gott, ey. Ich glaube, es ist besser, wenn man da hochgeht. Und dann von da unten runter. Mit dem Wingsuit halt. Ich glaube, das geht um einiges schneller. Okay, wie komme ich denn da hoch? Kommt man da irgendwie überhaupt hoch? Ich glaube sogar nämlich nicht. Nope, okay. Werden wir das halt so versuchen. Hat uns zwar nicht viel gebracht, aber... ein paar Meter haben wir damit gespart, denke ich mal. Oh shit, was ist das denn? Oh damn it, Alter, diese Mistviecher, ey. Geil, ein Kopfsprung, hopp. Und boah, ich liebe es, wenn er so ins Wasser springt, ey. Das sieht einfach viel zu geil aus, um das nicht zu lieben.
war schon wieder irgendwas, ey. Hallo Lelefant, was geht? Frag mich, ob er verrecken würde, wenn ich ihn im Kopf mit einem Schuss schießen würde. Wahrscheinlich ja eher nicht. Aber erstmal hier ins Auto ein. Ich wende mich jetzt mal direkt ans Paar an. Hörst du mir zu? Du blödes, ungeficktes Stück Scheiße einer sibirischen Bergziege, du Arschloch, gefickter Hurenficker, du! Du Fickfrosch! Wie fühlt es sich an zu wissen, dass man versagt hat, hä? Und ich sage das jetzt nicht, weil ich von einer Unbekannten... Sabal, die Brücke liegt hinter mir. Nördlich von dir liegt Utkarsch, Pagans Modellstadt für das Leben unter seiner Knute. Pure Propaganda. Der goldene Pfad ist dort auch vertreten. Niemand kennt den Norden besser als diese Zelle. Du musst dich bei ihnen melden. Okay. Wahrheit und Gerechtigkeit, okay. Das heißt, wir müssen jetzt dahin. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen dahin. Oh, fuck off, Alter. Fuck. Na gut, den haben wir natürlich nicht erwischt. So gut im Snipen sind wir nun auch wieder nicht. Noch ein Truck zerstört. Sehr gut, Bruder. Jetzt spürt auch die Army, worunter wir schon seit Jahren leiden. So. Einfach mal weiterfahren. GTF, Alter. Komm schon, schneller. Boah, das kann doch nicht dein Ernst sein. Da ist es ja schon. Ist halt ein bisschen rot, deswegen glaube ich... Ah, okay, ist nur eine City. Also ich kann da rein, ja. Okay. Dann melde ich mich mal bei denen. Ey, yo. Was geht? Du wirst bereits unten erwartet. AJ. Danke für die Vereinigung mit dem Goldenen Pfad im Süden. Sag Amita und Sabal, dass wir bereit sind. Sie haben Ziele ausge... Parker. Nein, meine Familie. Oh, das gefällt mir. Ist das Marvel? Hm. Und seht euch an. Ein reizendes Paar. Passt zu eurem Haus. Das Salz der Erde. Oh shit. Man sagte mir, wenn du die herzliche Gastfreundschaft von Utkarsh kennenlernen möchtest, dann geh und besuche die Anas. Oh, wir haben jeden gefragt, ja? Und alle haben genau dasselbe gesagt. Das sind die freundlichsten. Sie reden mit jedermann. Mit jedermann, fragte ich.
Welt. Jedermann, sagten sie. Und sie waren so empathisch, dass ich es einfach mit eigenen Augen sehen musste. Niedlich. Wisst ihr, ich wollte euch warnen. Warnen? Genau. Nun, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es ist mir nicht entgangen, dass es hier auch ein paar sehr verrufene Menschen geben soll. Und ich bin besorgt, dass diese Menschen, diese Terroristen, nun, sie könnten eure Gastfreundschaft ausnutzen. Und euren wunderbaren Ruf ruinieren. Und wir wollen ja nicht, dass das geschieht, oder? Nein, Herr. Nein. Und erlaubt ihr mir, euch zu beschützen, euren guten Ruf zu bewahren? Bitte, ja, König Mien. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich bin so froh, dass wir uns einig sind. Gut, ich will euch nicht länger aufhalten. Das dauert nur einen Moment. Wer sagt denn, ich hätte den Kontakt zum Volk verloren? Let's get rumble, let's get ready to rumble, meine Freunde. Da Hurensohn. Sabal, ich habe Pagan. Ich verfolge ihn gerade. Bist du sicher? Ziemlich sicher. Du kannst das, Bruder. Da Hurensohn wird sterben, Alter. Der Hurensohn, Alter. Hol mir den Hurensohn, Alter. Was? Missgeburt, Alter. Ist das Ding jetzt endlich tot? Was war das? Oh Mann! Hallo AJ, hast du mich vermisst? Oh warte. Ja, hast du. Pagan? Oh, das kann doch nicht sein. Ich hab dich getötet. Nein, du hast einen perfekten Doppelgänger mit Haarausfall ruiniert. Hast du eine Ahnung, wie teuer sowas ist? Er war nicht mal Asiato, um Gottes Willen. Ich glaube, er kam aus Melbourne. Sein einziges Verbrechen waren die fantastischen Wangenknochen. Wessen Bild, glaubst du, ist auf den Geldscheinen? Na, ist doch egal. Geschehen ist geschehen. Ich schätze, nächstes Mal gibt es nur noch dich und mich. Kann doch nicht sein. Aber komm schon. Hüt schon. Zack, 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 zack. Wo ist denn der nächste?
So, he's dead. Mann, ist das easy. Sag ich dir mal. So, wo muss ich denn hier jetzt hin? Wahrscheinlich da unten. Ja. Gib ihm schon Duke Nukem Kick, ja. Du sollst wahrscheinlich da hoch, aber... Das wiederum bedeutet... kann ich hier noch jemanden mit einem Headshot wegsnipen oder so? Da ist sogar eine Geisel, Alter. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Freunde. Ich beende hiermit die Aufnahme und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Far Cry 4. Tschüss.